Hi meine Lieben! Ja, heute kann ich endlich auch mal ein Video über meine Gesichtsreinigung, Pflege, Routine-Mix machen, weil ich die ganze Zeit nicht das Passende für mich gefunden habe. Habe ich jetzt sehr, sehr lange rumprobiert, bis jetzt endlich was geklappt hat, mehr aus Zufall. Zu meinem Hauttyp muss ich sagen, ich habe eher fettigere, öligere Mischhaut, also mehr so in dem Bereich hier, diese T-Zone. Und an den Wangen ist es eigentlich okay, ja. Und das ist ein sehr schwieriger Hauttyp, würde ich mal sagen. Also klar, die, wo trockene Haut haben, sagen auch, oh mein Gott, trockene Haut und alles. Und ich kann das ja nicht so richtig vergleichen, da ich eigentlich nie trockene Haut habe. Und ja, es nervt mich total, weil wenn ich mich schminke, mit oder ohne Foundation, meistens mit Foundation noch schneller, dann ist es so, dass es nach spätestens 2 Stunden schon gut anfängt zu glänzen und es total nervt und man sich nicht wohlfühlt und es sieht nicht schön aus. Das ist dann kein Glow, was viele so gerne möchten, die normale Haut haben, sondern richtig so ein komischer Schein, so ein komischer Glanz und das ist einfach nicht schön und man sieht, dass die Haut irgendwie so ölt und so und oh, ich hasse das. Und ich habe, seit ich so 15 bin, würde ich sagen, fing das so langsam an und ich bin mittlerweile 23 und das wurde auch nicht besser. Weil wenn man so ein Teenie ist, heißt es ja, wegen den Hormonen und wegen der Umstellung und das gibt sich wieder und ja, also ich bin 23 und bei mir ist es nicht besser geworden und ich glaube auch, dass es nicht arg viel besser wird. Und ich habe natürlich auch stundenlang im Internet verbracht mit Sucherei, was könnte die Ursache sonst noch sein? Ist es die Ernährung, was irgendwie anscheinend auch noch dazu beiträgt? Aber bei jedem Menschen ist das natürlich unterschiedlich. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, dafür einen Typen was zu finden. Also, dass es wirklich für sehr, sehr viele funktioniert. Ich habe mir natürlich auch Videos auf YouTube angeguckt und Ratschläge. Im Internet gibt es ja auch wie Sand am Meer und ich habe wahnsinnig viele Sachen gekauft, egal ob das die ganze Drogerie durch war, von Balea bis, ich weiß nicht was, teureren Sachen von L'Oreal oder sonstigen. Oder dann bin ich auch so weit gegangen, dass ich mir Sachen aus der Apotheke gekauft habe, so französische Produkte, wo auch so gehypt wurden und so. Und das hat immer wahnsinnig viel Geld gekostet, da hat dann ein Waschgel irgendwie 16 Euro und noch mehr gekostet. Und irgendwann ist man an einem Punkt angelangt, dass man sagt, man kauft sogar sehr teure Produkte, weil man es so satt hat, seine Haut endlich mal gescheit hinzubekommen, dass sie nicht nach 2 Stunden schon aussieht, als hätte man sich mit Öl eingecremt. Und das finde ich auch sehr belastend. Also ich habe meine Haut tierisch gehasst. Also ich hatte nie richtig Akne oder Pickelchen, ja, als Teenie. Aber das hat so mit 18, 19 sich eigentlich, ja, gegeben. Ja, also das ist bei mir schon länger kein großes Problem mehr. Wenn, dann sind es mal so ganz kleine Pickelchen oder ein böser im Endeffekt, sage ich mal. Aber nicht so, das ist nicht mein Hauptproblem mit dem Pickelchen, komischerweise, weil viele haben ja die Kombination unreine Haut und glänzende Haut. Und ich habe nur glänzende Haut. Und im Internet stoßt man ja auf alle möglichen Theorien, dass die Haut gar nicht wirklich fettig ist oder ölig, sondern sie eigentlich trocken ist und sie so viel produziert, damit sie das ausgleichen kann und dass man eigentlich reichhaltige Produkte nehmen muss, weil die Haut ja dann trocken wäre. Und ich habe ja schon so viel ausprobiert und habe dann auch eine Zeit lang alles gemieden, was mattierend hieß, weil ich ja gedacht habe, ich habe trockene Haut und die Haut ist einfach so viel produziert bis zum geht nicht mehr, weil sie eben nicht fettet, also zu viel davon macht, weil sie denkt, dass sie trocken ist. Ich wiederhole mich. Und das habe ich eine Zeit lang ausprobiert. Man muss es auch eine Weile ausprobieren, also mehrere Wochen, so 3, 4 Wochen müssen es schon sein, damit man ein Resultat sieht. Auch sehr ätzend. Ja, es hat nichts gebracht. Dann gibt es Hautöle für die Haut. Aber das ist sehr interessant gewesen. Das hat bei mir einen Tag funktioniert. Also ich habe das dann abends auf die gereinigte Haut aufgetragen und einwirken lassen. Am nächsten Tag natürlich, abgewaschen und dann war die Haut ein bisschen besser. Aber wenn man den zweiten Tag das angewandt hat, war die Wirkung eigentlich schon wieder weg. Von dem her konnte ich das auch nicht wirklich gebrauchen. Und ja, dann alle möglichen Puder, ob das Essence ist, ob das MAC-Puder sind, Blot Powder, was auch immer, alles wird ja gehypt und geliebt und was es alles verspricht. Ja, kann man eigentlich auch mehr oder weniger in die Tonne kloppen. Dann habe ich noch gehört, dass viele zum Hautarzt auch sind. Das ist das Einzige, was ich wirklich nicht gemacht habe. Da hatte ich keine Lust dazu, ehrlich gesagt. Also da hatte ich jetzt keinen Nerv, noch extra zum Hautarzt zu rennen.
Was ich allerdings gemacht habe, ist, ich war bei der Frauenärztin, weil ich gelesen habe, dass es auch an den Hormonen liegen kann. Im Sinne von, dass man zu viele männliche Hormone produziert oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dass daher auch dieses Gleichgewicht nicht stimmt, dass man zu viel fettige Haut hat. Also dass die Pille, die man nimmt, höher dosiert sein muss. Alles klar, umgestellt, monatelang, halbes Jahr mache ich das Spielchen schon durch oder sogar länger. Ja, doch, ein halbes Jahr kommt hin. Interessiert meine Haut nicht. Natürlich, hätte ja auch zu schön sein können, ne? Ja, also das war es dann auch nicht und ich habe immer wieder rumprobiert und immer wieder umgestellt und ein ewiges Hin und Her. Und jetzt zum ersten Mal habe ich eine Kombination gefunden, die funktioniert, dass das Hautbild, ich sage mal, am Anfang war es noch besser, es wurde immer ein Ticken schlechter. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder wie ganz am Anfang wird. Da habe ich jetzt echt die Befürchtung, weil ich wollte es ja auch wochenlang testen, ob es nicht wieder irgendwie rückfällig wird, dass die Haut wieder zu sehr nachfettet mit den Produkten. Ein kleines bisschen hat sich verschlechtert, aber ich weiß nicht, an was es liegt. Ob jetzt die Kälte dazu gekommen ist, da wir jetzt Herbst haben, ob es daran liegt, dass meine Haut dann doch ein bisschen mehr Pflege braucht. Da werde ich es noch probieren, aber an sich hat es den besten Erfolg bei mir gezeigt. Und bei mir hat sonst nichts geholfen, gar nichts. Dann hat es mal eine Stunde mehr mattiert oder so, irgendein Puder oder irgendwas, aber es hat nie richtig geholfen. Und das hat mich genervt. Ich habe elend viel Geld ausgegeben für das ganze Zeug. Und es hat nicht gewirkt und das hasse ich. Und deswegen bin ich ehrlich zu euch und sage euch, dass es auch 6 Stunden mattiert und dann fängt es langsam an. Aber selbst dann ist es nicht so schlimm wie sonst. Also sieht noch besser aus im Vergleich. Ja, und generell finde ich auch, ohne Make-up ist es immer noch mal ein bisschen besser, wie wenn man Make-up drauf hat, dann fällt das nämlich noch mehr auf mit dem Glanz. Okay, dann kommen wir zu den Produkten. So, und ich habe diese 2 Waschgele für mich entdeckt. Also das hier von Alverde ist die Clear Waschcreme Heilerde. Ach ja, mit Heilerde habe ich auch ganz viel experimentiert. Ist auch eigentlich für die Katz. Hilft auch nur einen Tag, dann war es das. Aber das hier funktioniert richtig gut. Das ist auch gegen Pickelchen sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ich mal kleine habe oder so, dann ist das immer das Beste gewesen, was ich hatte. Und ich habe herausgefunden, dass viele Sachen mit Alkohol wirklich die Haut noch mehr reizen und diese Teigproduktion noch sehr viel mehr anregen. Und das sind jetzt 2 Produkte, die extra so pH-neutral mäßig sind. Deswegen kann ich die eher empfehlen wie irgendwelche aggressiven, ich sag mal, Chemieprodukte, so L'Oreal oder sowas. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das ist hier ja eben mit Heilerde und ich finde das sehr gut. Das mattiert überhaupt nicht. Also es ist die Kombination, die ich euch jetzt sage. Weil wenn ich eins davon weglasse, funktioniert es auch nicht. Ich weiß nicht genau, an was es liegt. Es ist kein einzelnes Produkt, es ist wirklich die Kombination. Und ich hoffe, wenn das jemand ausprobiert, dass er mir auch schreibt, ob es funktioniert hat oder nicht. Und diese Produkte wirken ab dem ersten Tag. Das ist das einzig Gute an diesen Dingern. Es funktioniert sofort. Ihr merkt das gleich, diesen Unterschied. Also es ist diese Waschcreme oder, also eins von beiden, nicht beide zusammen, ist von Sebamed, das kriegt ihr auch bei DM, genauso wie das hier. Für unreine Haut den Reinigungsschaum bei fettiger und unreiner Haut. Das ist mit dem pH-Wert 5,5. Das ist so das Mittelding, wo die Haut sich am wohlsten fühlt und nicht die Haut so reizt. Von dem her ist das so ein Schaum. Da pumpt man einmal runter, hat so eine Schaummenge und verteilt das im nassen Gesicht, lässt es kurz einwirken und spült es einfach wieder ab. Ach ja, und ich würde auch nicht zu heißes Wasser empfehlen, also normal warmes, wenn es jetzt kalt ist draußen, aber nicht so richtig heiß, dass die Haut rot wird oder sowas zum Beispiel. Dann habe ich auch wieder mal durch Zufall bloß entdeckt, dieses Vichy Thermalwasser. Das hatte ich in einem kleinen Set, also in einer kleinen Flasche mit so einem Set von der Apotheke, weil es 10 Euro gekostet hat und da so 4 Sachen drin waren, hat es mich einfach angelacht. Das ist auch schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr her, wo ich das gekauft habe. Und habe das einfach mal zusammen verwendet und so ist diese Kombination bei mir entstanden. Jetzt ist das kleine leer und ich habe mir das große nachgekauft. Da sind 150 Milliliter drin und heißt Vichy Eau Thermale. Ich schreibe euch alle Produkte auch nochmal unten in die Infobox rein. Und das ist einfach nur ein geruchsloses Wasser und ja, also es spendet Feuchtigkeit, aber eben nur so leicht, dass die Haut ein bisschen beruhigt ist. Weil ihr merkt dann schon bei diesen Produkten, wenn ihr das nur verwendet, so nach 10 Minuten so ein leichtes Spannungsgefühl. Trotzdem, obwohl die so hautfreundlich sind. Deswegen benutze ich das hier. Und dann habe ich ein Duo von Bioderma.
Die Empfehlung habe ich durch YouTube gesehen und habe mir die halt auch gekauft, genauso wie 100 andere Produkte. Und das ist jetzt ein Duo, einmal das Sebium Matt, das ist diese grünliche Reihe. Das ist so ein Fluid, das ja, in die Haut mattiert. Und einmal Sebium Porefiner, das verfeinert die Poren, angeblich. Also ich habe ja auch hier größere Poren und ich sehe es an der Stirn vor allem. Das sind so meine zwei Bereiche, wo ich es sehe. Ich finde nicht, dass sie wirklich wahnsinnig die Poren verkleinert oder verfeinert, wenn es drauf ist, ein kleines bisschen. Aber was es eben macht, ist eben die Poren zu ziehen, dass sie eben auch nicht so viel Teig abgeben. Und die Reihenfolge bei mir ist es jetzt eben, dass ich erst dieses dieses Porefiner-Sebium draufgebe und nur an diese Stellen, wo auch Poren sind. Also einmal die Stirn und einmal hier und noch ein bisschen am Kinn, weil das auch relativ schnell glänzt. Lasse ich gut einziehen. Und dann nehme ich das hier. Achso, die Sachen ziehen auch recht schnell ein. Also wenn ihr da noch kurz eure, was weiß ich, euren Körper eincremt oder so, oder die Beine, dann ist das schon eingezogen. Und dann dieses Matt-Sebium-Ding. Und das verteile ich im ganzen Gesicht. Weil wenn ich das nur auf diese Stellen gebe und dann nachher so Puder und ein bisschen mit Bronzer was probiere und so, dann wird das fleckig. Aber wenn man das überall verteilt aufs ganze Gesicht, da ist auch ein bisschen mehr drin, dann funktioniert das gut. Das sind jetzt 40 Milliliter und das sind 30 Milliliter. Also perfekt. Davon braucht man ja ein bisschen weniger und dafür fürs ganze Gesicht ein bisschen mehr. Passt eigentlich. Vom Preis her ist es so ein bisschen schwierig. Also das kriegt ihr nur in der Apotheke und da ist es immer recht teuer, klar. Oder ihr kriegt es im Internet, da müsst ihr einfach diese Namen mal eingeben und da gibt es so Versandapotheken und sowas und die rechnen euch das dann aus, was am günstigsten ist. Ja, müsst ihr dann entscheiden, ob ihr das dann so macht oder bequemer bei der Apotheke holt. Es ist halt nicht so billig, also um die 12 Euro pro Ding müsst ihr ungefähr rechnen. Und das da kostet um die 6 Euro, aber das hält jetzt auch lange. Das andere, was ich davor hatte, hatte 50 Milliliter und das hat jetzt 150. Und das Kleine hat jetzt schon wahnsinnig lange gereicht. Und diese zwei Sachen, ich glaube, das von Alverde kostet um die 3,50 so rum und das vielleicht um die 5 Euro. Ja. Also es ist natürlich nicht wahnsinnig günstig jetzt, aber ich habe ja schon so viele andere Sachen. Ich hatte sogar Chanel-Creme-Pröbchen und alles Mögliche. Es hat nicht so gut geholfen wie diese Sachen hier und ja, diesen Tipp wollte ich einfach an euch weitergeben. Ja, und als allerletztes, als Finish oben drüber, benutze ich dieses Puder von Essence. Das ist das All About Matte Fixing Loose Powder. Und das ist eins der besten mattierendsten und billigsten Puder, die ich so kenne. Aber vor allem mattiert es am besten. Das hatte ich früher schon mal. Da hat es noch eine blaue Aufschrift gehabt oder so. Und das gibt es auch in gepresster Form. Aber ich habe jetzt einfach nur mal das hier. Ja, also ich hatte das früher auch. Ich war da auch schon eher zufrieden. Aber da habe ich noch mehr Make-up getragen. Momentan mache ich das ja schon länger nicht mehr. Und ich finde auch, dass es dann noch besser ist, wenn man keine Foundation trägt. Und dann nur mit so Puder, vielleicht so ein bisschen farbigeres Puder nimmt oder so. Und dann eben das jetzt zum Fixieren drüber macht. Und ja, das ist eben diese Kombi, wo am allerbesten bei mir funktioniert. Und ich sagen kann, es hat auch schon mal 10 Stunden mattiert. Und da war es teilweise warm. Und ich habe es im Urlaub dabei gehabt und habe es drauf gemacht. Und da war es richtig warm bei 30 Grad und schwülwarm. Und da hat es noch wunderbar mattiert. Und jetzt fängt es halt so langsam an, nach 4, 5 Wochen, dass meine Haut ein bisschen spinnt und eher noch ein bisschen schneller nachfettet. Also 10 Stunden hält meine Haut jetzt nicht mehr aus. Jetzt sind es bei 6 Stunden, fängt es jetzt an, wieder gut zu glänzen. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich jetzt so gehofft habe, dass ich, wenn ich euch den Tipp gebe, dass so das Ultimative ist und 10 Stunden ohne Glanz, davon wäre ich sehr weit entfernt die letzten Jahre. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Spray vielleicht nochmal irgendwie austauschen sollte dann, weil meine Haut mehr Pflege braucht, weil jetzt eher der Winter kommt. Oder ich weiß es nicht. Also ich habe schon so viel, ich habe die halbe, wenn nicht sogar fast die ganze Drogerie durch. Also wahnsinnig viele Produkte und auch sehr viel teurere Produkte. Und ja, also mit Cremes kann man mich da nicht mehr locken. Entweder die werden ganz komisch und klebrig und ziehen ewig nicht ein oder es hat irgendwie nichts gebracht. Also ja. Muss ich mal sehen. Aber so ist es das, was ich am häufigsten benutze oder eigentlich täglich seit 4, 5 Wochen und ich sehr zufrieden mit bin und ich hoffe, dass meine Haut wieder sagt, ja, 10 Stunden matt, ich bin wieder da. Ja, aber 6 Stunden sind auch schon nicht schlecht im Vergleich zu dem, was vorher in 2 Stunden schon schlimm aussah. Sieht es bei mir so erst ab 7 Stunden schlimm aus.
Aber selbst dann ist es immer noch besser wie vorher. Also, wenn ihr das ausprobiert habt, werdet ihr es vielleicht merken. Ich hoffe, dass wenn es ein paar Leute gibt, die das so ausprobieren in dieser Kombination, dass ihr mir unbedingt unten reinschreibt. Und wenn es Wochen später ist, ist egal. Schreibt mir rein, ob es bei euch gewirkt hat oder ob ich bloß wieder einer von was weiß ich wie vielen bin, bei der es halt jetzt mal wirkt. Oder ob das wirklich so ein Favoritending ist, was mehreren hilft. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, gut, das war's dann jetzt mit dem Video. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen und das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!